Herzlich willkommen zur letzten Sommer-Sondersendung. Wird eine kurze Geschichte. Sie sehen ja, was ich hier für Zwerge alles um mich herum habe. Ja, das Sommer-Sonderprogramm. 3 Folgen haben wir hinter uns. In der ersten war die Erklärung, wie es funktioniert und auch gezeigt, was es eben alles zu verschenken gibt bei uns und die Bedingungen. In der zweiten habe ich Ihnen dann versucht beizubringen, wie man denn mit Einsen und Nullen rechnen kann, zumindest Addition und Subtraktion, wobei die Subtraktion ja wiederum nur eine Addition ist. Und in der dritten sind wir dann auf UPN eingegangen, auf die umgekehrte polnische Notation. Und um mal zu zeigen, es gibt noch mehr als das, was in der Masse eigentlich angewendet wird, auch effizientere Taschenrechner und Programme und Funktionen. Tja, und jetzt sind wir fertig. Ja, so fast. Also, ich möchte einmal natürlich die vierte Frage stellen, damit Sie nochmal eine Chance haben, daran teilzunehmen. Mehrfacheinsender werden rausgeschmissen, aber natürlich kann jeder zu jeder Frage einmal seine Lösung einschicken. Und auch diesmal ist es wieder so, ich habe eine Frage, ich werde sie Ihnen mal vorlesen, damit ich es auch richtig mache. Denn Licht ist ja elektromagnetische Strahlung. Das sind ja Wellen. Denn Licht ist ja elektromagnetische Strahlung. Das sind ja Wellen. In welchem Video, in welcher Sendung habe ich exakt das gesagt? Alles ist bei YouTube. Und wenn Sie das gefunden haben, diesen Ausspruch, dieses Zitat, dann schauen Sie einfach mal in die Adresszeile oberhalb. Da ist ja die YouTube-ID, der komplette Link. Und diese YouTube-ID brauche ich. Sie können auch den kompletten Link einfach kopieren und in eine E-Mail hineinstecken. Die E-Mail geht an frage4@cc2.de. Ist alles nochmal eingeblendet, auch die Frage. Sie können es also in Ruhe nachlesen. So, und in der E-Mail muss drin stehen, diese komplette Adresszeile oder nur rein die ID von dem Video, damit ich weiß, wir haben das wirklich gesehen und nicht gewürfelt. Dann muss die komplette Anschrift mit Name da sein, wenn Sie aus der Lostrommel gezogen werden am 21., das heißt gezogen früher, aber am 21. wird dann diese Folge online gestellt, damit ich weiß, wo ich es hinschicken kann. Und wenn Sie mitmachen, erklären Sie sich automatisch einverstanden damit, dass ich den Namen, nur den Namen, nenne, wenn Sie gewonnen haben. So, und wenn die Aktion vorbei ist, wird alles wieder gelöscht, damit mein Datenspeicher wieder leer ist und nichts passiert. So, das dazu. Natürlich, Rechtsweg ist ausgeschlossen, das ist einfach ein Spaß. Wir wollen einfach die Artikel, die der Shopbetreiber Thomas Ritter zur Verfügung gestellt hat, Ihnen weitergeben. Das sind Unikate, Muster, die mal angefordert worden sind, die aber niemals in den Verkauf gekommen sind. Aber schauen Sie sich das einfach an. In der Folge 1 des Sommer-Sonderprogramms haben wir alle Artikel hier auf diesem Tisch und Sie können gucken, ob Ihnen was gefällt. So, das war diese Geschichte. Jetzt wollte ich noch was machen. Bitte. Ja, ist er geschlechtslos? Das haben wir ja schon mehrfach durchdefiniert. Der bitte, die bitte, das bitte, nein. Bitte ist ein Zukunftswesen. Da ist es egal. Es ist vollkommen geschlechtsneutral. Man kann sagen, der bitte oder das bitte oder die bitte oder wie auch immer. Und unser bitte, ja, ob er so ganz geschlechtslos ist, wenn ich mir das angucke, wie ist der Kleiderschrank aufgepeppt worden ist von ihm. Vielleicht ist da doch so ein weiblicher Touch drin. Bitte kann ja andere Klamotten anziehen. Wenn Sie sich das hier so ansehen, was er da alles hat, also hier mein Bitte mit dem Schal, das sieht ja richtig edel aus. Dann haben wir hier einen grünen und einen blauen, das ist nicht politisch gemeint. Und er hat so einen Kapuzenpulli an, das ist doch eigentlich ganz schön. Dann haben wir hier einen mit seinem Arztkittel, der ist wahrscheinlich Direktor oder Oberarzt in irgendeiner Sportklinik für Magersüchtige oder so, wie der aussieht. Dann haben wir hier den Bitti für die Datenautobahn, wenn der irgendwo auf der Datenautobahn ist, damit er nicht überfahren wird. Im Vordergrund, der hier wird ja fast verdeckt, ist dann der Weihnachtsbitti mit seinem frohen Fest. Ich habe auch ein Mützchen, aber das ist zu klein, das fällt immer wieder runter.
Das sind zwar noch ein paar Tage dahin, aber man kann sich schon mal ansehen. Und dann hier den mit der weißen Seele, der sieht ja freizeitmäßig echt aus. Und dann habe ich noch einen ganz besonderen für unsere süddeutschen und südeuropäischen Nachbarn. Das ist der Lederhosen-Bitty. Also richtig knackiger, deftiger Kerl. Nur der steht nicht alleine. Das mit den Beinen, das klappt noch nicht so. Wollen wir mal sehen. Also diese Sachen haben wir uns ausgedacht. War lustig, hat Spaß gemacht. Und deswegen, wenn Sie Ihren Bitty auch verkleiden, irgendwie eine besondere Note geben, irgendwie ein bisschen aufpeppen oder sowas, oder sagt man heutzutage nur noch pimpen, ich weiß es nicht, oder Bitty-Modding oder wie auch immer man das nennen will, dann machen Sie auch mal ein Foto von dem. Es gibt nichts zu gewinnen, es ist nur für den Spaß. Aber wenn Sie dieses Foto an mein Bitty-Foto @cc2.tv schicken, mein Bitty-Foto zusammengeschrieben und Foto nicht mit PH, sondern mit F, mein Bitty-Foto @cc2.tv, dann werden wir alle diese eingeschickten Fotos auf der Homepage veröffentlichen mit dem Namen. Keine Anschrift, kein Nix oder sowas, einfach nur Bitty-Foto von und dann darunter der Name. Also, wenn Sie Spaß daran haben, Ihren Bitty zu verkleiden, verdient hat der Kerl das ja, damit er nicht immer in der schwarzen Kleidung da ist. Und dann machen Sie das ganz einfach, lassen Sie die anderen Leute daran teilhaben. Ich denke, das wird eine spaßige Nummer. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt. So, damit ist das Sommerprogramm zu Ende, dieses Hilfsprogramm. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Es waren keine richtigen Sendungen, aber es war doch etwas zum Lernen, etwas zum Schmunzeln, etwas zum Zuschauen. Und in zwei Wochen, am 17.8. kommt die erste reguläre Sendung nach der Sommerpause wieder. Und am 21. gibt es dann die Verlosung, das heißt nicht die Verlosung, da wird Bitty einfach in die Kiste mit den ganzen E-Mail-Adressen, den ausgedruckten greifen und einen nach dem anderen rausziehen. Es gibt keinen ersten, zweiten, dritten sowas Preise, sondern wir fangen in der Reihenfolge an. Wir stapeln die Sachen hier auf dem Tisch und dann wird von links von den kleinsten Sachen, sagen wir mal, bis zu den größten, bis zu diesen Laptop-Taschen nacheinander die neuen Besitzer herausgezogen. Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Es ist ein Spaß, wir wollen was verschenken und mehr nicht. Ja, dann schauen Sie einfach rein. Für heute sage ich, und hier mein süddeutscher, südeuropäischer Bitty, muss ich ja sagen, da sagen wir Tschüss zusammen. Noch ein paar schöne Tage und wir würden uns freuen, wenn wir uns am 7.8. wiedersehen. Bis dann und Tschüss.